Zum Sporteln kann nicht früh genug angeregt werden. Die Schwäche der Schülerinnen und Schüler hatten einen Vormittag lang die Möglichkeit, gemeinsam im Klassenverband viele verschiedene Sportarten auszutesten. Leichtathletik, Gewichtheben, Volleyball und Tischtennis. Diese Sportarten standen für alle ersten Klassen der AHS, MMS, Sport NMS und Bertha von Suttner Schule auf dem Programm. Mit dieser Aktion möchte man verstärkt Kinder zum Sport bringen und ihnen die Möglichkeit bieten, die passende Sportart zu finden. In diesem Rahmen wurden auch die Sportangebote der SVS vorgestellt. Kinder zum Sport, wir veranstalten das jetzt schon einige Jahre, um die Kinder die Möglichkeit zu geben, auch alle Sportarten, die hier in Schwechat betrieben werden durch diverse Vereine, durch Sektionen der SVS, einfach schmackhaft zu machen und sie davon zu begeistern, dementsprechend auch dann den Sport auszuüben. Wie viel Sport braucht der Mensch und wie viel Sport kriegen die Kinder in den Schulen hier in Schwechat? Ja, prinzipiell sollte man ja lebenslange Sport treiben, auf das aufbauen, und das machen wir in Schwechat schon vom Kindergarten an. Also wir probieren mit unserem Sportangebot gleich die Kleinsten und vor allem auch die Eltern anzusprechen, dass das wichtig ist und dass man das eben so über das ganze Leben, sage ich jetzt einmal, mitnimmt. Ja. Wir sind auch in Volksschulen aktiv, wir teilen heute schon die Jugendsportfolder aus, wo das neueste Angebot drinnen ist, was wir alles an Sportmöglichkeiten in Schwechat haben, auch mit den Vereinen im Zusammenspiel. Und der Tag heute ist eben zum Kennenlernen. Für die, die das noch nicht wissen, was es in Schwechat alles gibt, ist das eine gute Möglichkeit, dass sich erstens einmal die Vereine präsentieren und die Kinder sehen. Vielleicht ist ja doch die eine oder andere Sportart da, die interessant ist. Sie machen heute den Kindern die Leichtathletik schmackhaft. Inwiefern? Wie? Naja, wir haben da ein paar Stationen aufgebaut mit Koordination, mit ein paar Sprungübungen, mit Würfen und mit Reaktionsübungen. Das ist alles, was man in der Leichtathletik so braucht. Und natürlich im Kindesalter ist es schon gut zu erlernen. Es ist auch hilfreich dann eigentlich für jede Sportart. Also ist eigentlich die Basis für jede Sportart. Eine Steigerung der Sportschulstunden wird ja immer wieder zum Thema gemacht. In Schwechat hat die Förderung des Sports Tradition. Wir bemühen uns dann natürlich mit diversen Schulprojekten, die die Stadtgemeinde auch mitfinanziert, diesen Ausgleich zu schaffen, was zu wenig Bewegung über den Tag einfach vorhanden ist, ja, dieses Loch zu stopfen. Und das gelingt uns eigentlich sehr, sehr gut. Die tägliche Bewegungseinheit ist ja in aller Munde und wird ja in Niederösterreich auch ausgerollt werden. Derzeit findet es nur an einigen Standorten statt. Bei uns in Schwechat sind wir noch nicht dabei, aber wenn das nächstes Jahr auch zum Thema wird, dann werden wir uns da natürlich auch anhängen und da wieder was auf die Beine stellen. Kinder sollen Spaß dabei haben und schon Spaß an der Bewegung haben, das ist das Wichtigste, dass sich die Kinder bewegen und natürlich auch mit Freunden und Mitschülern. Und ja, wie gesagt, also ist eigentlich ein schönes Erlebnis für die Kinder, glaube ich. Ich würde auch auf jeden Fall Leichtathletik nehmen, weil das wollte ich eigentlich schon sehr lange machen, aber habe es noch nie geschafft und wahrscheinlich werde ich das auch machen. Wir haben so mit Reifen solche Fußübungen gemacht. Ja, Reaktionstraining davon auch bei der Leichtathletik, so bei den Mann mit einem blauen und mit einem weißen Ball geworfen. Wenn der blaue Ball geworfen wird, haben wir den blauen Ball ignorieren sollen, und falls der weiße geworfen wurde, dann haben wir rennen sollen und wieder zurück. Und gefällt euch Leichtathletik? Ja, schon. Ja. Was würdet ihr denn für einen Sport wählen? Jetzt von den heutigen Sachen, die wir schon gemacht haben, wahrscheinlich Volleyball. Ja, Volleyball oder Leichtathletik. Das ist eine super Gelegenheit für die Kinder, wirklich jede Sportart, die wir hier präsentieren, auch zu probieren, mitzumachen, Spaß zu haben und dann letztendlich eine Entscheidung zu treffen, ob es für sie eine denkbare Möglichkeit ist, auch diesen Sport auszuüben.